So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Schwarz 2. Und ja, wir haben hier gestoppt, nachdem wir ziemlich einfach die Arena hier besiegt haben. Und wollen jetzt weitermachen, indem wir zum Pokémon World Tournament kommen. Und werden hier einfach mal reingehen. Mal schauen, was hier so abgeht. PWT, Pokémon World Tournament. Hallo. Wenn man vor anderen einen Pokémon-Kampf austrägt, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel herumtanzt. Obwohl ich das sage, bin ich ein Fan der Attackenblättertanz, Falterreigen, Feuerreigen, Drachentanz und manchmal auch Lunatanz. Ah. Okay. Was muss ich hier machen? Hallo. Ich besitze die Gabe, den Typ die Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typs diese sein wird. Keine Ahnung weshalb, aber ich habe einfach diese besondere Fähigkeit. Ich demonstriere dir mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Ich habe keine Kraftreserve. Okay, das sind anscheinend irgendwelche Luschen. Ah, da geht's weiter. Da wären wir. Na, was sagst du? Ist das nicht ein prächtiges Gebäude? Das ist der Austragungsort des Pokémon World Tournament. Da kriegt man den Mund nicht mehr zu, oder? Dann kommt man mit. Okay. Auf geht's. Ich möchte euch darum bitten, am Maria-Turnier teilzunehmen. Die Regeln könnten nicht einfach sein. Alles ist erlaubt. Es nehmen insgesamt 8 Trainer teil. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, 3 Kämpfe für sich zu entscheiden. Oh, Scheren. Ich soll auch mitmachen. Wieso? Ich habe noch äußerst wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Das ist doch der erste Arenaleiter, oder? Ja, ich meine, das war der erste Arenaleiter. Komm schon, Scheren. Wenn hier jemand der Menge zeigen kann, was es bedeutet, gemeinsam mit Pokémon einen Kampf auszutragen, dann du. Dein Wegbegleiter von damals ist nicht hier. Ich bin also auf dich angewiesen. Die Menge fährt außerdem total auf junge Talente und aufstrebende Stars ab. So, das wäre geklärt. Meldet euch einfach am Anfang, wenn ihr soweit seid. Du bist einfach unverbesserlich, Turner. Aber ich muss zugeben, das Turnier hat mein Interesse geweckt. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Ich gehe mich anmelden. Ich komme mit. Trödel nicht zu lange herum, Mario. Lass uns kämpfen, ohne Kompromisse. Ja, okay. Ich kann mich gar nicht bewegen. Hallo. Let's go. Willkommen beim Pokémon World Tournament. Möchtest du teilnehmen? Ja. An welchem Turnier möchtest du teilnehmen? Maria-Turnier. Bitte wähle die Pokémon aus, die die teilnehmen sollen. Okay, wir nehmen Miss Vladi mit. Wir nehmen Charlie mit. Und wir nehmen Briggs mit. Und oh, wir können. Achso, okay. Dann austragen. Janis mit. Die können so ein paar Level gebrauchen. So, deine Anmeldung ist abgeschlossen. Hier entlang, bitte. Okay. Maria-Turnier, Einzelkampf. Das sind die Pokémon-Trainer, die am Turnier teilnehmen. Endlich hebt sich der Vorhang. Maria-Turnier. Es ist endlich soweit. Das Maria-Turnier ist eröffnet. Zum ersten Kampf tritt an Mario. Wuhu, yeah, yeah. Ich bin voll in dich verliebt. Ich bin ein Kind von dir, yeah. Applaus bitte für einen Trainer auf der Suche nach einem bestimmten Pokémon und neuen Wegen, sich zu stehlen. Oh. Buu. Ich hätte doch vielleicht Charlie mitnehmen sollen. Runde 1, Wario gegen Mario. Und wie es immer so ist, gewinnt immer Mario. Turner, der alte Outing, liebt es echt aufzufallen, was? Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein. Stürzen wir uns also rein ins Getümmel und tragen einen Pokémon-Kampf aus. Ich darf Items einsetzen, ne? Ich glaube, hoffe mal schon. Ich hatte doch. Obwohl, Evoserp. Oh Gott, Level 25, was ist das denn jetzt bitte? Was soll das? Hallo? Warum nur Level 25? Naja, egal. Dann eben ist es etwas einfacher. Zumindest der erste Kampf.
So, dann kommt das Ding hier. Machen wir Hypnose mal. Warum ist er schneller als ich? Das darf ja wohl voll nicht sein. Gut, dass der jetzt schläft, dann kann ich mich erstmal heilen. Sehr schön. So. Was? Ich kann keine Items einsetzen. Die haben gesagt, alles ist erlaubt. Hätte ich das gewusst? Gleich nochmal. War sowas von klar, dass das jetzt aufwacht, ne? Dann, wenn er mal zwei Runden schlafen soll, dann tut das eben nicht. Voll unfair. Ich dachte echt, alles wäre erlaubt. Und ich soll drei Kämpfe mit denen gewinnen. Oh, das wird ja was. Das wird ja was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Das musst du schaffen hier. Brix, das musst du schaffen, weil dieser Florianus hat gegen Flug-Pokémon nicht unbedingt die größte Chance. Du musst es also schaffen. Du musst es schaffen. Du musst es schaffen. Aber das kriege ich schon hin. Vor allem, ich habe Angst vor Level 25er Pokémon. Was ist das? Unglaublich. Tja, das war wohl eher eine Schnappevorstellung von mir. Was? Aber du hast eben auch ordentlich was drauf. Aber keine Sorge, ich werde auch noch stärker werden. Runde 1. Yeah, yeah, yeah. Eine wahre Freude, eine Pokémon kämpfen zu sehen. Sie scheinen dabei wirklich eine Menge Spaß zu haben. Werden meine Pokémon jetzt geheilt? Adeline da gegen Catalina. Es gewinnt Adelina. Akomas. Ach, den kennen wir doch. Gegen Callahan. Ja, Akoma hat gewonnen, war mir irgendwie klar. Kong gegen Scheren. Scheren gewinnen. Was? Ja. Oha. So, ich kämpfe jetzt wahrscheinlich erstmal gegen Adel. Ach nee, ach, gegen Scheren. Okay. Und dann gegen Akromas, okay. So, Scheren. Revanche. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Kreisch, gib alles. Yeah. Ist mein Pokémon jetzt wieder geheilt? Weil das wäre unfair, wenn der geheilte Pokémon hat und ich nicht. Das wäre... Ich bin sehr gespannt, was du auf deiner Reise über den Pokémon gelernt hast. Bla bla bla. Ich will kämpfen. Es wäre echt unfair, wenn meine Pokémon nicht geheilt sind. Okay, sie sind geheilt. Sehr schön. So. Machen wir eine Hypnose. Sehr schön. Gute Nacht. Ja. Das schläft anscheinend schon ziemlich lange, sonst hätte er sich mal rasiert. Toller Witz, wa? So. Okay. Das schaffen wir ja locker hier. Nochmal Rückkehr. Und dann einmal eine Finte. Und dann ist er tot. Ja, brauchen wir nicht mehr. Ih, was ist das denn? Hypnose! Scheiße! Aua, aua, aua! Oh, oh, ich sollte aufpassen. Wir machen Rückkehr. Sehr schön, ein Volltreffer. Bye, bye, Chillabell. Ich darf auch gar nicht wechseln, wie gemein. So, gegen dich machen wir Hypnose. Sehr schön. Das komische rote Augenvieh. Guck mal da. So. Warum haben die alle nur Level 25? Das ist irgendwie etwas billig. Warum war die Arena Latte ja auch schon Level 34 hatte? Eigentlich hätten das... Irgendwas ist das seltsam. Ach, ich wollte das nicht so schwer machen, weil drei Kämpfe nacheinander kommen mit nur drei Pokémon. Das kann es natürlich sein. Okay. Sehr schön. Gewonnen. Ich krieg gar keine, ich habe gar keine Erfahrungspunkte bekommen, oder? Warum nicht? Yeah, zack, zack, zack. Ah, ich weiß, dass ich dank meiner Pokémon überhaupt erst so weit kommen konnte. Für mich steht jedenfalls fest, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, warum uns die Pokémon eigentlich immer so aufopfern, zur Seite stehen. Und zwar weniger aus der Sicht eines Trainers und somit als Herr über seine Pokémon, sondern ganz auf Augenhöhe. Quasi von Lebewesen zu Lebewesen.
Laber nicht so viel. Werfen wir nun einen Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wie sich die anderen Trainer geschlagen haben. Akromas gegen Adelinda. Ja, ist auch klar, wer gewinnt. Ja, war klar. Mario gegen Sharon. Mario. Aha. Maria-Turnier. Welche Trainer werden wohl gewinnen? Welcher Trainer wird wohl gewinnen? In diesem Kampf hat Mario eine Chance auf einen ersten Titelsieg beim Pokémon World Tournament. Mario betritt die Arena. Ja! Mario, 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 Mario. Das Finale, der Gegner betritt nur die Arena. Buu, buu, buu. Und hier haben wir Akromas. Er hofft, seinen Pokémon all ihre Kräfte entlocken zu können. Scheiße, scheiße, scheiße. Verlierer, 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 Verlierer. Das Finale, Akromas gegen Mario. Den haben wir doch in Stardust City gesehen, ne? Ja. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten, nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man es so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Wie gelingt es einem am besten, in ihre Kräfte zu entlocken? Ich hoffe ja, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Trainer und seinen Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die Richtigkeit meiner Annahme gleich bestätigen wirst. Yeah! Trainer Akromas, welches Level hast du? Magneton. Auch Level 25 oder stärker? Ne, auch Level 25, okay. Hypnose! Ich gewinne, ich gewinne. Ich gewinne. Obwohl, Eisenattacken sind nicht gerade gut gegen Dings, wir wechseln. Janis, auf geht's. Nein, du bist an der Reihe. Ich habe leider keine Kappe auf, die ich mir jetzt so zur Seite schieben kann. Vorher noch. So. Schlägt tief und fest, sehr schön. Blättertanz. Zacka. War es nicht effektiv? Warum nicht? Warum setze ich nochmal Blättertanz ein? Ich wollte nicht nochmal Blättertanz einsetzen. Na egal. Man kriegt echt keine Erfahrungspunkte. Hätte ich ja doch Charlie einsetzen können. Okay. Janis ist im Blättertanzverfahren und tanzt und tanzt und tanzt. Oh, und jetzt ist er verwirrt. Weil er so erschöpft vom Tanzen ist. Janis, du musst mehr trainieren. Okay, Rasierblade. Du machst es trotzdem. Nein, nicht selber schlagen. Nein. Aha. Ladevorgang. Oh, ich sollte schnell ihn besiegen. Obwohl, Blitzattacken ziehen mir ja sowieso nicht so viel ab. Probieren wir es mit Giftschock. Jan! Hat keine Wirkung? Ach so. Okay, ich sollte ihn jetzt tatsächlich besiegen. Obwohl nur die Verteidigung steigt. Blättertanz. Ich dachte schon, ey. Sehr schön. Und gleich nochmal. Jetzt nochmal und mach ihn fertig. Bevor er hier irgendwas macht. Ich weiß noch nicht, warum er die ganze Zeit nur das macht, aber... Ja, er ist nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Und nochmal. Oh, was ist das? Aua, 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 aua. Aua, aua. Aua. Okay, das war ja nicht so schlimm. Und Blättertanz. Ja, ja, du bist verwirrt, ist ja egal. Faszinierend. Aus diesem Kampf konnte ich tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen. Hör nie auf zu tanzen. Das ist die Erkenntnis. Und der Sieg geht an. Ja, aber wer hat auch schon was anderes erwartet? Mario. Oh, yeah. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die in innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria-Turnier, das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Yeah, ich habe gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Maria-Turnier. Ausgezeichnet, Mario, du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Ich erhalte einen Gewinnpunkt. Nur ein? Da steht hoffentlich noch ein E hinter, das heißt, es gibt auch mal 10 oder so. Bis zum nächsten Mal. Gut gekämpft, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mit der Teilnahme mir die Teilnahme Turnier äußerst schmackhaft. Oh. Hey, komm schon, Leute. Wie wär's mit ein bisschen mehr Einsatz? Bei einem Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde euch die Flausen schon noch austreiben. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Die komische Arenaleiterin, ey. hab ich's doch gesagt. Schon sind wir im Geschäft. Wenn das so weitergeht und sich hier Spitzentrainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Und nicht nur das, auch Maria City wird von ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Karte. Der ist wirklich aus Dallas. Ja. Definitiv. Geld, geil. Also, ich hoffe, ihr nehmt öfter mal am Turnier teil. Bringt die Menge zum Toben. Da. Ich kann mich bewegen. Das war mein erster Turnierkampf. Ich hätte so gern gewonnen. Sicher wird auch der Rest der Arenaleiter aus Einal irgendwann an diesem Turnier teilnehmen, um stärker zu werden. Okay. Wie, und den anderen sehen wir jetzt nicht mehr wieder? Doch, der wartet ja doch bestimmt irgendwo, oder? Ah, hier passiert was. Ich habe Mario und dich kaum wiedererkannt. Wirklich ein himmelweiter Unterschied zu damals, als ihr mich in Aventura City herausgefordert habt. So lange kann das doch noch hier sein. Durch die Reise mit Pokémon wird man wirklich jeder reifer und erwachsener. Oh. Da war's. Was war das eben? Hinterher, komm mit, Mario. Halt. Halt, meine ich. Es ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass er das Pokémon dabei hat, nachdem ich suche. Das Philelu meiner kleinen Schwester. Ich gehe mit ihm. Ich muss ihn beschützen. Ich will nicht mit dem blonden Wutzi alleine lassen. Lasst mich nicht allein mit dem. Ich begreife das nicht. Das ist kein Mut. Das ist Torheit. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat? Nein. Das kann nicht sein. Alle Trainer und Pokémon sind doch durch Pokébälle miteinander verbunden. Wenn das, was du sagst, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokébälle überflüssig macht. Vertrauen. Ja, okay. Dann folg ihn zum Pier südlich von hier, okay? Pier südlich von hier, das hier, okay. Sind die auf dem Boot? Ja, wahrscheinlich. Wir fahren mit einem Boot. Hier, schwimmen mit einem Boot. Ja. Sagt man fahren oder schwimmen? Treiben? Fahren. Ich bleib bei fahren. Dieses Schiff. Warum ist es so kalt? Außerdem... Es sieht so aus wie ein altes Segelschiff. Aber das ist es nicht. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Ist das etwa euer Versteck? Oh. Bingo! Du hast es erkannt. Deswegen sind hier so viele von uns. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Spiel nicht dich so auf. Auf geht's, mach dich fertig. Plasma! Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Du bist als Erster dran. Okay. So viele Team Plasma-Menschen, ey. Unglaublich. Da. Oh, der hat nur ein Pokémon. Was ist das für eine Lusche? Da, ein Smogmog. Ein Smogon, meine ich. Smogmog ist was anderes. Hypnose. Da. Ich glaube auch, nach diesem Schiff, wenn noch mehr Kämpfe kommen, haben wir eventuell mit allen Level 35. Und das bedeutet... Richtig, Mario kann sein nächstes Pokémon auslosen. Aha. Okay, super, Team Plasma ist besiegt. Du vertraust doch nicht etwa blind auf das Können einer Pokémon, oder? Wie dämlich von dir. Der nächste, los, beeilt euch. Jetzt bin ich dran. Oder genau gesagt, ist jetzt mein Unrater Tyxtrox dran. Was auch immer. Dem. Ich liebe diese Musik, ey. Ich will den Soundtrack von dem Spiel haben.
Eine Herausforderung von Team Plasma-Rüpel. Unratatytox. So, Miss Vladi, auch den kriegst du fertig. Da, 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 da. Hypnose. Sehr schön. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich kann die Melodie immer noch nicht auswendig. Ich hoffe, dass Miss Vladi endlich eine andere Attacke lernt. Irgendwas ganz Cooles. So eine ganz coole, normale Attacke. Nur, die geben so wenig Erfahrungspunkte. Plasma, Plasma. Dieses Balk erinnert mich an den Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Dich kenne ich doch. Ich werde mich für die Sache in Vampyro City rächen. Ich werde dir und dem Arenaleiter eine saubere Abreibung verpassen. Mach dich auf was gefasst. Oh, nö. Ich komme allein zurecht. Geh und hilf Sharon. Ach, 2 gegen 1, wir machen dich platt. Mario, ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Unterstützt du mich dabei? Sicher doch. Gerne. Ich mache das echt immer am Anfang eines Kampfes. Wenn man jetzt mitsingen. Okay, Golbat. Oh Mann, ein altes Pokémon. 2 alte Pokémon. Wir haben fast nur alte Pokémon, oder? Smogon, Slimer, Golbat. Oh Gott, so ein fettes Vieh. Da, 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 da. No, nein. Okay. Ja, Rückkehr. Bam. Sehr schön. Und Donnerzahn. Und jetzt bist du tot. Ja, yeah. Oh, sehr effektiv sogar. Level erhalten, Level 35. Dididididim. Wann lernst du endlich mal was, ey? Oh oh. Dein Pokémon-Scheren ist vergiftet. Du solltest es heilen. Macht das sowieso nicht. Vielleicht ist auch das Feli-Lu von dem nur entwickelt. Wer weiß. Okay, auf Cleopatra. 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 So, das war's mit. Oh nein. Ja. Yeah. Oh, der greift nur den an, zum Glück. So, und nochmal Rückkehr. Und zack. Sehr schön, und Stärke, und weg ist er. Obwohl, der hat noch ein Pokémon. Da, 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 da. Ein Krokodil, da könnte ich auch eigentlich auf Charlie wechseln. Aber ich mache Finte, einfach so aus Spaß. Ich habe ja noch den anderen Typen da bei mir. Der ziemlich rasch von Level 25 auf Level 33 gekommen ist. Bis vor 15 Minuten hatte er noch Level 25. So, besiegt. Ah, der Arena ist jetzt bereits ziemlich stark, aber du bist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich auf dieselben Kombinationen gezählt habe wie du. Ah. Gibt's ja wohl nicht. Danke, du bist wirklich stark geworden. Jetzt hilf am besten Wario. Hi. Hört mal, wir sind so viele, gib gefälligst auf. Ich werde es schnell zu Ende bringen, also hilf mir dabei. Bist du jetzt etwa der vor 5 Jahren in Aventura ein Fidelu gestohlen hat? Ach, der findet das sowieso nie wieder. Hallo, vor 5 Jahren. Fidelu ist wahrscheinlich schon längst tot. Da. Da, da. Smogon. Da, 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 da. Und oh, der hat auch ganz schön schnell Level bekommen. So, bis auf Level 36 mache ich noch mit Miss Vladi, dann wird gewechselt. Ich habe einfach keine andere Attacke. Scheiße. Oh, der hat auch Rückkehr. Ist das nicht auch Rückkehr gewesen? Doch, ne? Hier, Miss Vladi, du darfst mich jetzt nicht enttäuschen. Das sieht... Ach, das war ich. Okay. Ja, greif mich an, genau. Arschgesicht, ey. Und nochmal Rückkehr. Ich hab nichts anderes. Ich könnte natürlich auch mittendrin wechseln, aber... Habe ich ehrlich gesagt keine Lust gerade zu.
Hat Efi, sie hat mich jetzt gerade geschlagen? Das Arschvieh? Oh, Brix muss auch mal trainiert werden. Du machst Biss auf. Guck mal da. Beiß ihn. Nein. Beiß ihn komplett in zwei Hälften. So. Jetzt nur noch zwei Pokémon. Sehr schön. Immer werden die vergiftet. Oh, das sieht den Kampf immer so lange hinaus, ey. So, und nochmal. Nicht Biss. Rückkehr. Und Bam. Oh. Slam. Ist das nicht auch eine gute Attacke? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich glaube schon. Oh, ein Radikal. Siehst du, die haben fast nur, die haben nur normal leichte, also aus der ersten Generation Pokémon. Seltsam. Sehr schön. So, die haben wir auch. Wenn das so weitergeht, ist dieses Schiff der die Plasma-Fragette so gut wie verloren. Plasma. Moment mal. Das ist nicht wahr. Mist. Was jetzt? Wir haben alle besiegt. Dann werde ich sie mal über das Fenelu ausfragen. Okay, ich möchte auch noch einiges in Erfahrung bringen. Was geht hier vor? Hä? Sieh mal einer an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Violaceus. Dann verrate mir mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du. Wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen und über ein All herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass sich neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Ihr Schwachmaten, ihr seid gefeuert. Finstrio, bring sie weg von hier. Damit du es weißt, wir sind nicht deine. Ich weiß, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Ey! Wo? Das Finstrio. Was sind das denn für welche? Ah, mir reicht's. Wohin ist Team Plasma verschwunden? Ja, gute Frage. Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es eben erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Ich mache mir aber mehr Sorgen darüber, was Violaceus vorhin gesagt hat. Was meint er damit, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über ein All herrschen wollen? Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einal. Mario, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte. Deswegen gehe ich zu Route 6. Pass auf dich auf. Wetten, ich muss auch nach Route 6? Ja. Oh, ein Pokéball. AP+. Ja, das hebe ich mir noch für andere Attacken auf. Erstmal müssen wir ins Pokémon Center, denn ich glaube, ja, Miss Vladi ist immer noch tot. Sollten wir dringendstens ändern. Oh, da war was, da war was. PWT, was ist das hier? Rettet mir. Die Höhle da drüben ist der alte Fluchtweg. Er wurde vor kurzem entdeckt. Hm, wo hat er nochmal hingeführt? Na toll. Ich heile erstmal Dings. Und dann, glaube ich, muss ich oben links lang, weil da geht es auf jeden Fall weiter auf irgendeine Route. Bin zwar nicht sicher, ob das jetzt wirklich dann, was wollte ich sagen? Dann Route 6 ist, oder Route 6, wer weiß. Ja, aber wir werden es herausfinden. Ich gucke einfach mal, steht da ja immer. Müsste es aber, Route 5 hatten wir, Route 6 müsste als nächstes kommen. Ja, doch, müsste. Okidoki. Gucken wir mal, ob es da lang geht. Da kommen wir immer noch nicht lang, okay. Hier. Route 6, ja, hier sind wir richtig. Okay.
gut. Aber mit heute ist hier vor heute ist erstmal dieser Part vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir einen Kommentar. Ihr dürft auch gerne Pokémon-Vorschläge reinschreiben. Weil, wie gesagt, das nächste Pokémon wird bald gelost und das ist natürlich dann sehr interessant. Ja. Also gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye und ciao.